ist wie gesagt Anatol Baller, ich bin stellvertretender Rechtsreferent bei der Österreichischen Bischofskonferenz und ich würde Ihnen heute ganz gerne ein paar juristische Überlegungen zu dem genannten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs näher bringen. Beginnen wir vielleicht einmal ganz grundsätzlich mit den Rechtsgrundlagen in Österreich. In Österreich ist es ja so, dass der Suizid als solcher nicht strafbar ist. Und daher sind im Strafrecht in Österreich die Beteiligungsformen am Suizid eigens geregelt. Das kann man vielleicht so erklären, dass bei jedem anderen Delikt, zum Beispiel beim Diebstahl, Raub etc., ist jeder, der denjenigen unterstützt oder ihn anstiftet, automatisch auch strafbar. Das ist im Strafrecht so geregelt. Nur da der Suizid ja selber nicht strafbar ist, wären natürlich an sich der Beihelfer und der Anstifter auch nicht strafbar. Das heißt, das hat man jetzt eigens regeln müssen. Und zwar in diesen beiden fraglichen Paragraphen, nämlich den Paragraph 77 und 78 des Strafgesetzbuches, Tötung auf Verlangen und Mitwirkung am Selbstmord. Das sind auch die beiden Paragraphen, um die es in diesem fraglichen Erkenntnis vom letzten Dezember gegangen ist. Zunächst einmal vielleicht die Tötung auf Verlangen. Das ist eigentlich in dem Sinn jetzt keine Mitwirkung am Suizid, sondern das ist eigentlich eine besonders privilegierte, das heißt den Täter begünstigende Form des Mordes, sozusagen die Tötung eines anderen auf dessen Verlangen hin. Das ist sozusagen der Unterschied hier zum Mord. Und das war gleichzeitig auch der Grund, warum der Verfassungsgerichtshof diesen Paragraphen gar nicht inhaltlich geprüft hat, sondern hier entschieden hat, diese Anfechtung dieses Paragraphen ist eigentlich gar nicht zulässig, weil würde der jetzt wegfallen, dann würde nicht der Effekt eintreten, der ja von den Antragstellern gewünscht wäre, dass das dann erlaubt wäre, die Tötung auf Verlangen, sondern im Gegenteil, wäre das dann als Mord strafbar, also sogar stärker bestraft, als es vorher war. Und da das natürlich nicht im Sinne der Antragsteller war, hat der Verfassungsgerichtshof hier entschieden, dass dieser Antrag auf Prüfung eigentlich nicht zulässig ist. Und dann der Paragraph 78, um den es im Kern eigentlich geht in dieser Entscheidung, die Mitwirkung am Selbstmord. Und die besteht wiederum ihrerseits aus zwei Fällen, nämlich wer einen anderen dazu verleitet, sich selbst zu töten, würde man jetzt sozusagen in der Normalsprache als Anstiftung, Überreden etc. bezeichnen. Und da wurde vom Verfassungsgerichtshof entschieden, dass das verfassungskonform ist, weil da sozusagen ja die Beeinflussung des anderen, die Einflussnahme auf den freien Willen des Suizidenten ist ja sozusagen geradezu Kern dieser Handlung, des Überredens, des Anstiftens. Also der wird weiterhin so im Rechtsbestand verbleiben. Nicht aber der zweite Tatbestand, nämlich oder ihm dazu Hilfe leistet, also die Beihilfe zum Suizid, der ist, wie man auch hier sieht, gestrichen worden, beziehungsweise aufgehoben worden mit Wirkung, wie wir gehört haben, mit Ende dieses Jahres. Bis dahin gilt er noch, aber ab dann nicht mehr. Das ist jetzt jede andere Form der Hilfeleistung. Das kann sein eine materielle Hilfeleistung, zum Beispiel, wenn man jemanden eine Waffe besorgt, damit derjenige dann damit Suizid begehen kann. Oder zum Beispiel dieses Beispiel, das in den Medien öfters gebracht wird, jemand begleitet jemanden in die Schweiz, damit der dort Sterbehilfe in Anspruch nehmen kann. Oder auch nur, da werde ich dann nachher ein bisschen noch näher darauf eingehen, psychische Unterstützung, sozusagen den Entschluss desjenigen, sich selbst zu töten, gutheißen und sozusagen ihm dazusprechen, sozusagen, ja, das ist eine gute Idee, das ist wirklich die beste Lösung für alle Beteiligten etc. Das würde auch darunter fallen. Also das sind einmal die Rechtsgrundlagen. Und jetzt, und sozusagen, was der Verfassungsgerichtshof zu diesen drei Bestimmungen entschieden hat. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, wie er das sozusagen begründet hat. Und zwar im Kern stützt sich die Begründung auf dieses sogenannte, ich habe es jetzt hier unter Anführungszeichen gesetzt, das werde ich später noch ein bisschen näher ausführen, Recht auf freie Selbstbestimmung. Und aus diesem Recht auf freie Selbstbestimmung leitet jetzt der Verfassungsgerichtshof ab, einerseits das Recht, sein Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten und aber auch sozusagen als Kehrseite der Medaille, das Recht auf ein menschenwürdiges Sterben, das heißt das Recht, sozusagen sein Lebensende nach seinen eigenen Vorstellungen zu wählen und hier sozusagen auch selbstbestimmt zu sterben. Und damit man eben jetzt sozusagen dieses Recht auch praktisch in Anspruch nehmen kann, inkludiert dieses Recht jetzt sozusagen auch das Recht auf Inanspruchnahme der Hilfe eines Dritten, eben der Beihilfe zum Suizid, weil man ja unter Umständen ohne diese Beihilfe das nicht mehr selber ausüben könnte. Und genau, das ist sozusagen hier die Begründung. Und das Ganze wurde dann, wie wir auch schon vorher kurz gehört haben, unter Anführungszeichen Bedingungen gesetzt. Und zwar muss eben dieser Entschluss zur Selbsttötung muss eben
auf einer freien Selbstbestimmung beruhen, das heißt unbeeinflusst durch Dritte, durch externe Faktoren etc., sondern sozusagen wirklich der freie Wille desjenigen, der da aus dem Leben scheiden will. Und um das sicherzustellen, hat der Verfassungsgerichtshof dem Gesetzgeber aufgetragen, wobei aufgetragen jetzt nicht so zu verstehen ist, dass da ein Tätigwerden erfolgen muss, aber es wurde sozusagen stark empfohlen, hier Maßnahmen zu setzen, gesetzgeberische Maßnahmen, andere Maßnahmen, um eben Missbrauch zu verhindern und vor allem eine Beeinflussung der suizidwilligen Personen zu verhindern, so gut es eben geht. Das ist jetzt mal in aller Kürze die Entscheidung, die der letzte Dezember ergangen ist. Und jetzt möchte ich kurz darauf eingehen, was haben eigentlich Gerichte vorher in dieser Frage entschieden. Und zwar habe ich da zwei Gerichte herausgenommen, und zwar einerseits den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der hat entschieden, dass auch ein generelles Verbot der Mitwirkung an Selbstmord zulässig, also mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist, unter einer Bedingung, und zwar, dass die Strafe desjenigen, der dann die Beihilfe leistet und dadurch natürlich zum Täter wird sozusagen, dass die an die Umstände des Einzelfalls angepasst ist. Also sozusagen, dass es da verschiedene Formen gibt und das nicht immer gleich streng bestraft wird. Was in Österreich gegeben wäre. Also dieses Kriterium wäre erfüllt. Und was zusätzlich noch damals entschieden worden ist, ist, dass es so ist, dass innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention es hier einen sehr breiten Spielraum gibt sozusagen. In manchen Staaten ist das sehr liberal geregelt, in anderen Staaten sehr restriktiv. Das heißt, es gibt hier keinen gemeinsamen Konsens, wo man sagen könnte, das ist überall gleich. Und deswegen steht dem Gesetzgeber hier ein sehr weiter Spielraum zu, es entweder so oder so zu machen. Das ist eben in der gesetzgeberischen Freiheit dann. Das war eben die Entscheidung hier. Und interessanterweise hat auch der Verfassungsgerichtshof selbst noch im Jahr 2016, also eigentlich nur 4 Jahre vor der jetzt hier gegenständlichen Entscheidung, in diesem Sinne entschieden und hat gesagt, der Paragraph 78 ist nicht verfassungswidrig, weil der Gesetzgeber eben diesen Spielraum, den ich gerade angesprochen habe, nicht überschritten hat, sondern dieses generelle Verbot eben dem gesetzgeberischen Spielraum entspricht. Und hier ist es natürlich interessant, dass sich die Entscheidung innerhalb von nur 4 Jahren, was ja eine relativ kurze Zeitspanne ist, so komplett geändert hat. Und hier würde man jetzt entsprechend erwarten, dass dann natürlich, sage ich mal, eine umfassende Begründung erfolgt, warum sich jetzt die Grundlage so geändert hat binnen nur 4 Jahren, dass jetzt sozusagen das Ergebnis ein komplett anderes ist. Das geht allerdings auf dem Urteil nicht wirklich hervor, was jetzt sozusagen die Grundlage war, warum das Ergebnis jetzt ein völlig anderes sein soll. So, genau, da möchte ich noch ein paar Punkte eingehen, die jetzt möglicherweise Anlass zur Kritik oder zumindest zu Diskussionen geben können und Fragen aufwerfen, die dieses Urteil eben ja, gestellt hat. Einerseits strafrechtliche Fragen. Da habe ich den Punkt hier notiert, Verleitung versus psychische Beihilfe. Das möchte ich vielleicht so erklären. Es ist ja jetzt so, wie ich vorher erwähnt habe, die Verleitung, also das Anstiften, ist ja nach wie vor strafbar, klarerweise. Die psychische Beihilfe aber nicht. Und jetzt ist es so, dass teilweise hier ein sehr schmaler Grat zwischen diesen beiden Verhaltensweisen nur liegen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt jemanden sagt, na, wäre es nicht an der Zeit und das macht ja alles keinen Sinn mehr oder so, dann wäre man wahrscheinlich in der Verleitung. Und wenn man umgekehrt sagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, dass du das machen willst, da bin ich voll dafür, dann ist man in der Beihilfe. Das heißt, passt wirklich nur sehr wenig dazwischen, zwischen diesen beiden sozusagen Handlungsweisen. Und das ist jetzt deswegen wichtig, weil ja hier jetzt sozusagen die Grenze zwischen strafbar und nicht strafbar verläuft. Das eine ist erlaubt, das andere ist verboten. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer praktisch nachzuweisen, insbesondere natürlich deshalb, weil derjenige, um den es geht, nämlich der Suizident, ja nicht mehr befragt werden kann, weil er lebt ja nicht mehr. Das heißt, hier im Nachhinein festzustellen, wurde der überredet oder wurde nur ein Entschluss, den er selber gefasst hat, nur bestärkt. Das wird sehr, sehr schwierig zu sein, das sozusagen im Nachhinein festzustellen. Und das ist deswegen auch, noch als letzter Punkt, deswegen hier besonders sozusagen relevant, weil bei anderen Tatbeständen, wie ich anfangs erwähnt habe, ja sowohl die Anstiftung als auch die Beihilfe strafbar sind. Das heißt, da ist die Unterscheidung in dem Sinn nicht so relevant, weil sowieso beides verboten ist. Aber hier ist es eben genau nicht so. Und dann die Widersprüche zu anderen strafrechtlichen Normen. Was habe ich damit gemeint? Es ist ja jetzt so, dass das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs mehr oder weniger sagt, ich habe dieses Recht auf freie Selbstbestimmung. Damit habe ich das Recht, sozusagen das Recht, aus dem Leben zu scheiden, das Recht, mich zu töten. Und sozusagen, das ist von meinem Recht auf freie Selbstbestimmung umfasst. Und jetzt gibt es einige Normen im Strafrecht,
wo andere Verhaltensweisen, die teilweise weniger gravierend oder sozusagen jetzt nicht bis zum Tod reichen, sage ich jetzt mal, nicht erlaubt sind. Zum Beispiel gibt es den Paragraph 90 Absatz 3 des Strafgesetzbuchs, der lautet, in eine Genitalverstümmelung, gemeint natürlich primär die weibliche Genitalverstümmelung, kann nicht eingewilligt werden. Jetzt ist das natürlich ein absolut logischer und sinnvoller Paragraph, der jedem auf den ersten Blick logisch erscheinen wird, was das Zweck dieser Norm ist. Nur ist jetzt natürlich ein bisschen dem Ganzen die Legitimationsgrundlage dahingehend entzogen, wenn ich sage, ich kann sogar in meinen eigenen Tod einwilligen, warum kann ich dann in das oder eine schwere Körperverletzung, also ich will mir jetzt den linken Arm abnehmen lassen, warum kann ich in das nicht einwilligen? Dem wurde sozusagen ein bisschen jetzt hier die logische Legitimationsgrundlage entzogen durch dieses Urteil. Und ein anderes Beispiel wäre die Nötigung nach § 105 Strafgesetzbuch. Also es ist natürlich grundsätzlich verboten, jemanden zu nötigen. Das ist sozusagen, wenn ich es ein bisschen laienhaft umschreibe, ich jemanden durch Gewalt oder Drohung zu etwas zu bringen, was derjenige nicht machen will. Ja? Das ist natürlich grundsätzlich verboten. Nur ist es so, dass es hier im Bereich des Suizids eine Ausnahme gibt. Und zwar ist da die Rechtsprechung so, dass man sagt, man darf jemanden sogar mit Gewalt an einem Selbstmord hindern. Das ist, wenn der jetzt beispielsweise auf der Brücke steht, will sich gerade runterstürzen, dann darf man ihn auch mit Gewalt sozusagen da wegziehen und diesen Selbstmord verhindern, weil das den guten Sitten entspricht. Das ist dann keine Nötigung. Und da ist wiederum die Frage, wenn ich jetzt im Rahmen meines Rechts auf freie Selbstbestimmung sagen darf, es ist mein freier Wille, ich will mich umbringen, warum darf dann ein anderer das mit Gewalt verhindern? Dem wird sozusagen, da gibt es einige Punkte, wo sozusagen hier es sich jetzt argumentativ spießt und das nicht ganz logisch mehr ist. Und dann noch zwei Punkte aus dem verfassungsrechtlichen Bereich. Und zwar erstens Recht auf freie Selbstbestimmung. Das habe ich vorher schon erwähnt, unter Anführungszeichen. Da geht es um Folgendes, nämlich dieses Recht auf freie Selbstbestimmung, auf dem diese Entscheidung im Prinzip fast vollständig beruht, steht so eigentlich nirgendwo. Ja? Sondern das wurde im Prinzip vom Verfassungsgerichtshof aus verschiedensten anderen Grundrechten, nämlich dem Recht auf Leben, dem Recht auf Privatsphäre, dem Gleichheitsgrundsatz, also verschiedensten anderen Grundrechten unter Anführungszeichen, sage ich mal, zusammengebaut. Also man hat sozusagen, sage ich mal, Versatzstücke von verschiedenen Grundrechten genommen und hat daraus eine Art neues Übergrundrecht, nämlich dieses Recht auf freie Selbstbestimmung, erschaffen, das aber so eigentlich nirgendwo steht. Und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, zumindest eine etwas fragwürdige Vorgehensweise, ob das so eigentlich gedacht wäre. Und dann als letzten Punkt, neuerlich verfassungswidrige Rechtslage. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr juristisch, aber ich versuch's zu erklären, dass es verständlich ist. Und zwar, da geht es um das. Der Verfassungsgerichtshof hat ja jetzt diese Bestimmung aufgehoben, weil sie seiner Meinung nach verfassungswidrig ist. Nur ist es so, er darf nicht durch seine Aufhebung eine Rechtslage schaffen, die dann aus einem anderen Grund wieder verfassungswidrig ist. Warum könnte das jetzt sein? Das Ganze, die Beihilfe zum Suizid, also das Verbot wurde ja jetzt aufgehoben. Jetzt ist es so, es gibt das Recht auf Leben nach der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und da ist Rechtsprechung, dass das unter anderem auch beinhaltet, eine staatliche Schutzpflicht, das heißt, der Staat muss verletzliche, vulnerable Personen schützen und muss sogar Suizide verhindern, wenn sie nicht auf einer freien Willensentscheidung beruhen. So, und jetzt haben wir ja vorher gehört, der Verfassungsgerichtshof hat dem Gesetzgeber aufgetragen, eben das durch Maßnahmen sicherzustellen. Nur allein aus der Tatsache, dass dem Gesetzgeber aufgetragen wurde, das sicherzustellen, ergibt sich ja schon, dass es in der derzeitigen Rechtslage diese Schutzmechanismen nicht gibt. Das heißt, durch diese Aufhebung unter der Annahme, dass das nicht durch den Gesetzgeber jetzt repariert wird, ergibt sich eigentlich wieder eine verfassungswidrige Rechtslage, weil jetzt hier vulnerable Personen eigentlich nicht mehr geschützt sind. Ja, das wären soweit meine juristischen Überlegungen, die ich hoffentlich verständlich Ihnen vermitteln konnte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf weitergeben an die Frau Professor Walser. Ja, sicher. Sozusagen, ja. Haben Sie das? Okay. Ja. Ja, meine Damen, meine Herren, danke für die Einladung. Ich gehe gleich in medias res. Ich möchte mein Statement heute Abend mit einigen Sätzen
aus dem Buch Königreich der Angst von Martha Nussbaum beginnen. Die von mir gern gelesene US-amerikanische Ethikerin und Rechtswissenschaftlerin analysiert hier unter anderem die Lage unserer westlichen Demokratien. Und ich zitiere jetzt: Du liegst im Dunkeln auf dem Rücken, nass, kalt. Hunger und Durst melden sich pausenlos. Sie sind eins mit dir und du bist nichts als Schmerz. Du versuchst zu schreien und es gelingt dir irgendwie ein Geräusch von dir zu geben, doch nichts geschieht. Du versuchst oder beginnst zumindest damit, dich zu bewegen, irgendwo hin zu gelangen, ganz gleich wohin, nur weg von dieser Qual. Aber deine Gliedmaßen bewegen sich nicht. Du bist vollkommen hilflos, einfach hilflos. Das ist der Stoff, aus dem Albträume bestehen. Diese Horrorgeschichte ist zugleich der unspektakuläre Alltag jedes menschlichen Babys. Und sie fährt fort: Wir werden in eine Welt geboren, der wir nicht gewachsen sind. Und in einem entscheidenden Sinn sind wir dies niemals wirklich. Furchtbar zart und verletzlich liegen wir hilflos da und warten darauf, dass andere uns geben, was wir brauchen: Nahrung, Geborgenheit und Beruhigung. Ich musste unwillkürlich an diese Sätze denken, als ich die Aussagen der Antragsteller im Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs gelesen habe. Und ich muss immer wieder an diese Sätze denken, wenn ich den Debatten über den assistierten Suizid jetzt zuhöre. Von Rechtswissenschaftlern, von Ethikerinnen wird klar erwartet, dass sie jetzt mit ihren Vorschlägen auf Basis ethischer Argumentation Rechtsklarheit schaffen und das Problem damit sozusagen in den Griff bekommen. Ich möchte es mir als theologische Ethikerin und unter Berufung auf Martha Nussbaum herausnehmen, als Vorbemerkung und Überschrift über mein Statement zu sagen, dass ich dieses in den Griff bekommen wollen völlig verstehe, dass ich es aber für einen Teil des Problems halte. Menschliches Sterben in den Griff bekommen zu wollen, ist zutiefst menschlich und gleichzeitig völlig illusionär. Es ist absolut nachvollziehbar, dass erwachsene Mitglieder einer hochindustrialisierten und medizinisch hochtechnisierten Welt nicht am Ende ihres Lebens daliegen wollen wie das Baby, von dem Martha Nussbaum hier erzählt. Abhängig und hilflos, angewiesen. Diesen Zustand muss man vielleicht als kleines Kind ertragen und er wird dann hoffentlich von liebevollen Eltern abgefangen. Aber noch einmal möchte man diese Erfahrung ja nicht machen. Ganz ähnlich formuliert es klipp und klar der Erstantragsteller vor dem Verfassungsgerichtshof, der 53 Jahre ist und an multipler Sklerose leidet. Ich zitiere ihn. Er ist nicht gewillt, die schon absehbaren Leidenszustände zu ertragen, bis der Tod eintritt. Er ist nicht gewillt, sich noch länger einem Zustand völliger Abhängigkeit von der andauernden Hilfe Dritter, wie insbesondere Ärzten, Krankenpflegern, Heimhilfen oder Angehörigen auszusetzen oder sich mit Schmerzmitteln oder anderen Medikamenten in einen zunehmenden geistigen Dämmerzustand, das ist in der Regel die palliative oder terminale Sedierung, versetzen zu lassen, bis er entweder an den Folgen der Erkrankung oder den Nebenwirkungen der Medikamente oder Schmerzmittel verstirbt. Solche Zustände wären für den Erstantragsteller subjektiv unerträglich und kämen damit einer Aufgabe seiner Menschenwürde gleich. Zitat Ende. Der Zweitantragsteller ist 75, ist völlig gesund, hat aber seine Ehefrau, die in einem schmerzhaften Bauchspeicheldrüsenkrebs litt, beim Suizid unterstützt, war zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, wobei von deren Vollzug nachgesehen wurde. Der Drittantragsteller, 79, leidet an Morbus Parkinson. Er ist gewillt, sein Lebensende selbstbestimmt herbeizuführen, und zwar in der Schweiz. Für die Reise wird er die Hilfe von Angehörigen benötigen. Also drei Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen, die ihr Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen wollen, bevor sie sich als abhängig und ohnmächtig und hilflos erfahren. Wenn schon sterben müssen, dann bitte selbstbestimmt. Man kann und muss selbstverständlich die Methodik vieler Umfragen kritisieren, die da in letzter Zeit immer wieder gemacht worden sind, nämlich wie viele Österreicher und Österreicherinnen eine Liberalisierung der Gesetzgebung bis hin zur Einführung von Tötung auf Verlangen befürworten.
Ich denke aber, dass wir uns als praktizierende Christen und Christinnen gleich welcher Konfession auch nichts vormachen sollten. Nicht einmal in den eigenen katholischen Reihen herrscht in diesem Punkt eine uneingeschränkte Zustimmung und Einigkeit zur strikt deontologisch begründeten Verneinung und moralischen Verurteilung des assistierten Suizids, wie sie beispielsweise die katholische Glaubenskongregation in dem 2020 ergangenen Schreiben Samaritanus Bonus formuliert hat. Vermutlich liegt es daran, dass wir alle miteinander, einschließlich mir selber, zumindest manchmal Angst haben, irgendwann einmal nicht mehr selbstbestimmt zu sein. Ich erinnere mich an einen Film bei den theologischen Kursen, den haben wir vor Jahren gemeinsam geschaut und er hieß Hin und Weg. Und er schildert die letzte Radtour eines an ALS erkrankten Patienten mitsamt seinen Freunden und Freundinnen quer durch Deutschland nach Belgien hin zu einem Arzt, der ihm Sterbehilfe leistet. Ich weiß noch, dass ich am Ende des Films gedacht habe, ja, so möchte ich das auch gern. Im Kreis geliebter Menschen einfach ruhig einschlafen. Keine Angst, keine Schmerzen, bei vollem Bewusstsein Abschied nehmen und dann Licht aus. Unsere Medien tun viel dazu, solch heroische Sterbeszenen vor unseren Augen zu inszenieren. Und so wird das Mantra von der Selbstbestimmung derzeit wie eine Beschwörungsformel gemurmelt, um damit die Angst zu übertönen. In einer Gesellschaft, die Soziologen als Angstgesellschaft beschrieben haben, ist das Konzept der Selbstbestimmung zum höchsten ethischen Argument avanciert und fälschlicherweise zu einem Synonym für Menschenwürde noch dazu. Was man selbstbestimmt tut, ist gut oder wenn du das selbst entscheidest, ist das okay. So hört man das zumindest landläufig. Aber stimmt das auch? Ich habe hier, wie immer, das weiß ich, nachdenkliche Menschen vor mir sitzen, deswegen schätze ich die theologischen Kurse. Und ich weiß, dass sie jetzt in diese Falle nicht tappen werden. Nicht jede selbstbestimmte Handlung und Entscheidung ist automatisch auch gut. Und so sind nun die einzelnen politischen Player eingeladen, sicherzustellen, dass selbstbestimmtes Sterben durch assistierten Suizid nicht auf Kosten von Menschen geht, die zu einer autonomen, freien Willensbildung, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht befähigt sind. Staat und Gesellschaft müssen ein Schutzkonzept erarbeiten. In Deutschland liegen mittlerweile zwei Entwürfe vor, die einige konkrete Vorbedingungen nennen. Erstens, ein Verfahren soll Freiheit, Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches sicherstellen. Zweitens, eine Beratung soll Information und Kenntnis von Alternativen gewährleisten und die Tragweite des Suizidhandelns erkennbar machen. Drittens, eine Wartezeit zwischen Beratung und Verschreibung eines tödlichen Medikaments ist vorgesehen. In Österreich hat erst vor wenigen Tagen die frühere SPÖ-Nationalrätin Elisabeth Kittermann mit einem restriktiven Schutzkonzept vor Aufsehen gesorgt, das sicherlich auch für die Kirchen interessant sein kann. Denn Kittermanns Konzept erteilt den Versuchen, generell allen Menschen in Zukunft eine Art Anspruchsrecht auf assistierten Suizid in Aussicht zu stellen, eine Absage. Und es würde mich natürlich brennend interessieren, wie sich die österreichische Bischofskonferenz zu diesen Kriterien, die Kittermann hier vorlegt, im Einzelnen verhält. Bei all diesen Debatten geht es um das, was wir im philosophisch-ethischen Diskurs mit prozeduraler Selbstbestimmung umschreiben. Es geht also um ein Verfahren, um ein Prozedere. Hier gibt es im Großen und Ganzen, ich fasse das jetzt ganz grob zusammen, zwei Kriterien, die abgeklopft werden können, ob eine Entscheidung nun selbstbestimmt ist oder nicht. Das erste Kriterium ist die Authentizität. Ist es wirklich der Betroffene selbst, der diesen Willen äußert, oder ist es etwas sein Umfeld? Konkret auf den assistierten Suizid bezogen, ist es wirklich Patient, Patientin selbst, die den Wunsch nach Suizid äußert, oder sind es möglicherweise die Angehörigen, die mit der Belastung einfach nicht mehr zurechtkommen? Ein zweites Kriterium für diesen prozeduralen Begriff von Selbstbestimmung ist der Blick auf die äußere oder auch innere Unabhängigkeit des Betroffenen. Wird Druck ausgeübt? Gibt es finanzielle Belastungen für die Familie oder auch für den Betroffenen selbst? Leidet er oder sie an einer psychischen Krankheit, unter einer Depression beispielsweise, welche die Fähigkeit, sich einen eigenen Willen zu bilden, in entscheidendem Ausmaß beeinträchtigt, weil sie eben durch eine Verengung der eigenen Sichtweise charakterisiert ist?
Und nicht zuletzt muss auch geklärt werden, ob es für die Entscheidung zum assistierten Suizid nicht auch alternative Optionen geben könnte. Es gibt, so hoffe ich, einen breiten Konsens darüber, dass diese Selbstbestimmung im prozeduralen Sinn sichergestellt sein muss, damit hier der Gesetzgeber seiner Pflicht zum Schutz des Lebens nachkommt. Auch der Verfassungsgerichtshof hat das ja betont, das haben wir gerade gehört, dass es jetzt nicht zu einem verstärkten Druck auf leidende Menschen kommen darf. Ein Recht auf assistierten Suizid im Fall von Depression und anderen psychischen Erkrankungen darf es jedenfalls in der Heimat von Erwin Ringel nicht geben, meine ich. Dennoch behaupte ich als theologische Ethikerin, und da kommt jetzt eben auch mein Hintergrund da hinein, von meinem philosophischen, theologischen Kontext her, dass ein rein prozedurales Verständnis von Selbstbestimmung ethisch gesehen gar nicht ausreichend ist. Bis zu einem gewissen Grad kann vielleicht auch von einer Ethikkommission medizinisch-rechtlich abgeklärt werden, ob beispielsweise die Willensbildung eines unheilbar Schwerkranken, der dem Tod nahe ist, unter Druck oder Zwang zustande kam oder eben auch nicht. Letztlich, und das ist jetzt mein Punkt, bleibt dieses Verständnis von Selbstbestimmung aber immer noch sehr flach, sehr oberflächlich, sehr individualistisch. Es nimmt nur bedingt oder gar nicht ernst, was philosophische und theologische Anthropologie immer wieder betonen, hier auch sehr deutlich unter dem Vorzeichen des Feminismus und den vielgeschmähten Gender Studies, die von der katholischen Kirche immer Prügel beziehen. Wir sind eben nicht abgegrenzt von anderen zu denken. Wir sind keine einsamen Inseln oder Zitadellen mit dicken Mauern. Wir sind relationale Wesen. Eingefügt in ein Netz und Geflecht von Beziehungen, die uns mitbestimmen von klein auf. So gesehen entscheiden wir überhaupt gar nichts alleine und nur unserem eigenen freien Willen gehorchend, sondern wir sind als relationales Selbst von anderen wesentlich mitbestimmt. Und deswegen ist dieses Selbst auch so verletzlich. Es inhaliert von klein auf die Normen unserer Leistungsgesellschaft. Du bist etwas wert, wenn du alles im Griff hast. Du bist etwas wert, wenn du was geleistet hast. Reiß dich zusammen, du bist ja für alle nur eine Last. Werd nur nie von jemandem abhängig. Solche Art von meist unausgesprochenen normativen Vorstellungen formen unser Selbstbild. Sie haben mit dem Urteil von Gerichten sehr wenig zu tun und ich glaube auch nicht, dass sie von ihnen erfasst werden können. Und es sind diese Art sozialer Normierungen und Werturteile, die bei der Diskussion jetzt eine erhebliche Rolle spielen. Die Tatsache, dass eine zunehmend neoliberale Gesellschaft ihre Mitglieder an ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit misst. Die Tatsache, dass unser Gesundheitssystem viel Geld kostet und der Anteil der alten Menschen in unserer Gesellschaft steigt. Die Tatsache, dass Solidarität nicht immer allen sozialen Gruppierungen in gleichem Maß gilt, weil ihre Betrauerbarkeit unterschiedlich ist, wie das Judith Butler, die amerikanische Ethikerin, so schön formuliert. Wir sind eben nicht autark, sondern bestenfalls autonom, und zwar bezogen auf andere. Viele andere Stimmen sind fortwährend in uns präsent, auch wenn wir das nicht ahnen und vielleicht nicht einmal wollen. Wenn nun der assistierte Suizid unter bestimmten Bedingungen eingeführt wird, und davon gehe ich jetzt mal fürs Erste aus, dann verändert dies jeden Einzelnen von uns. Ich bin sehr sicher, dass der Trend, der in den Niederlanden, in Belgien, in der Schweiz und in Oregon begonnen hat, auch zunehmend bei uns Einzug hält. Die Zahlen all derjenigen, die den assistierten Suizid und dann vielleicht auch die Tötung auf Verlangen in absehbarer Zeit in Anspruch nehmen, werden hierzulande, genau wie in diesen Ländern, in die Höhe gehen. Mit religiös begründeten Verbotsnormen wird das in einer säkularen Gesellschaft nicht zu ändern sein. Ganz abgesehen davon, dass die naturrechtlich geprägte Vorstellung von Gott als einem obersten Souverän, der durch den Suizid eines leidenden Menschen angeblich beleidigt wird, ein schlechtes und auch längst überholtes theologisches Argument ist. Ich weigere mich als Theologin, den wir Gott nennen, so zu denken. Und ich weigere mich, einem Menschen, der sich das Leben nimmt, Bosheit zu unterstellen. Auch im Glauben der katholischen Kirche ist Gott derjenige, der die Autonomie des Menschen begründet und ihn in die Freiheit entlässt, weil er ihn liebt. Liebe ohne Freiheit ist nicht denkbar.
Assistierter Suizid wird, so fürchte ich, demnächst kein Einzelfall mehr sein, sondern in bestimmten und hoffentlich sehr restriktiv gehandhabten wenigen Fällen zu einer rechtlich gedeckten Option werden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich spreche dafür gar niemand, solange es eine Option bleibt und nicht die einzige wird, werde ich persönlich damit leben müssen, dass sich Menschen in einer schweren Leidenssituation, die mit größter Wahrscheinlichkeit zum baldigen Tod führt, für den assistierten Suizid entscheiden und dafür in Zukunft auch rechtlich nicht mehr belangt werden. Auch wenn mittlerweile hoffentlich alle wissen, dass Sterbewünsche äußerst ambivalent und sprunghaft sein können, so kann doch niemand auf Dauer und gegen seinen ausdrücklichen und anhaltenden Willen gezwungen werden, zu leben. Ich sage das also mit Respekt vor Menschen, die diese Entscheidung treffen. Aber ich sage es auch schweren Herzens. Christen aller Konfessionen setzen sich dafür ein, dass Menschen leben können und wollen. Leben oder sterben ist grundsätzlich nicht wirklich eine gleichrangige Alternative. Und der intrinsische Wert des Lebens und seine inhärente Würde, die von anderen zwar verletzt, aber niemals aberkannt werden kann, werden durch ein wirklich anspruchsvolles Verständnis von Selbstbestimmung und Autonomie im Sinn eines Immanuel Kant, aber auch im Sinn einer christlichen Vorstellung gestützt und nicht in Frage gestellt. In diesem anspruchsvollen Verständnis zielt Autonomie auf das Gute ab, auf das Wohl der gesamten Gesellschaft und der zukünftigen Generation. Ich möchte meinen Kindern keine nekrophile Gesellschaft hinterlassen, die auf eine Situation des Leidens und der Not mit einem achselzuckenden "Okay, wie du meinst" reagiert und ein Rezept für Natriumpentobarbital ausstellt. Ich möchte mir eine Gesellschaft vorstellen, die alle Hebel der Palliativmedizin für Sterbende in Bewegung setzt und dafür keine Kosten und Mühen scheut. Sie signalisiert ihren Mitgliedern, dass ihr Leben, wie es die Hospizbewegung formuliert, bis zum letzten Atemzug lebenswert ist. Und mit einem Würdeverständnis, das nicht abhängig ist vom Kostenurteil und Nutzen der anderen und auch nicht von der individuellen Fähigkeit zur Selbstbestimmung des Einzelnen. Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Es wäre schon viel gewonnen, wenn wir alle miteinander es schaffen würden, ob jetzt christlich oder nicht, daran zu arbeiten, dass es nicht nur die Option gibt, die es ermöglicht, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, sondern dass auch die Freiheit gesichert bleibt, Sterbehilfe nicht in Anspruch zu nehmen. Angesichts immer enger werdender ökonomischer Rahmenbedingungen möchte ich vor einem Szenario warnen, in dem sich schwerkranke Menschen nicht verantworten müssen, dass sie assistierten Suizid beanspruchen, sondern dass sie ihn nicht beanspruchen wollen. Gesellschaftliche Sogwirkungen sind mächtig. Und der Einzelne kann sich dem vorauseilenden Gehorsam gegenüber dieser Art von sozialer und politischer Einflussnahme kaum entziehen. Denn wie gesagt, wir sind relationale Wesen, durch und durch. Niemand darf also gegen seinen Willen verpflichtet werden, Sterbehilfe zu beanspruchen. Und niemand, wirklich niemand, darf auch, wie auch immer, gezwungen werden, Sterbehilfe zu leisten. Für mich wäre eine Gewissensklausel ein wichtiger Bestandteil einer neuen Gesetzgebung. Was wäre nun im Hinblick sozusagen auf uns selbst, also auf Christen und Christinnen aller Konfessionen zu tun? Als Katholikin sage ich, ich denke, dass wir uns dem häufig selbst auferlegten Tabu des Umgangs mit Sterbewünschen stellen müssen und auch der eigenen Geschichte der moralischen Verdammung des Suizids sehr selbstkritisch begegnen müssen. Seelsorger und Seelsorgerinnen tun das schon, auch theologische Ethikerinnen tun das, das weiß ich. Wofür ich mich allerdings nicht erwärmen kann, das ist die Einführung des assistierten Suizids als selbstverständliches Angebot auch in christlichen Häusern. Das haben evangelische Theologinnen in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11. Jänner dieses Jahres vorgeschlagen, der ist sehr lesenswert, aber ich stimme da nicht zu. Gerade im Hinblick auf ein anspruchsvolles, substanzielles Verständnis von Selbstbestimmung, das Maßstab nimmt an der bleibenden Würde des Einzelnen wie auch an der Verantwortung für die gesamte Gesellschaft, bedarf es meines Erachtens eines christlich-alternativen Umgangs mit dem Sterben auf Basis eines realistischen Menschenbilds. Es braucht in einer pluralen Gesellschaft eine deutliche Alternativoption unter dem Vorzeichen der Präferenz für das Leben, ein Zeichen dafür, dass assistierter Suizid nicht zur Normalität werden darf.
Hier können sich Menschen dann sicher sein, an solchen geschützten Orten, dass sie mit viel Respekt vor ihrer Selbstbestimmung und Angewiesenheit getragen und angenommen sind, bis zuletzt. Und in dieser Angewiesenheit kann dann auch eine Ahnung davon aufscheinen, was es heißen könnte, auf die Optimierung des eigenen Sterbens im Vorhinein ganz selbstbestimmt zu verzichten und Vertrauen zu haben. Vielleicht auf den, dessen stille Anwesenheit niemals zwingt, aber immer einlädt. In jedem Fall aber im Vertrauen zu Angehörigen der medizinischen und der pflegenden Berufe, in denen es Expertise und Solidarität im Umgang mit Angewiesenheit gibt. Und insgesamt im Vertrauen auf Mitmenschen, die zuverlässig zu einem stehen und die einen nicht im Stich lassen, egal was passiert. Hier an diesem Punkt ist die Präsenz des Christlichen in unserer Gesellschaft so wichtig, wie vielleicht überhaupt niemals zuvor. Und sie wird es auch immer bleiben, da bin ich überzeugt. Ich danke Ihnen. Von meiner Seite einen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Nach den zwei Impulsen nehme ich mir jetzt vor, beides ein wenig zu verbinden, vielleicht auch mit einem Ausblick. Wir stehen vor der Herausforderung, dass es ein Gesetz braucht und das entsteht ja nicht im luftleeren Raum. Also eine Neuregelung des assistierten Suizids muss Verschiedenes bedenken. Das, was der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, ich sage es gleich dazu, bedauerlicherweise so entschieden hat, und was uns die Ethik, auch die theologische Ethik, dafür liefert. Das, was ich jetzt gerne mit Ihnen bedenken möchte, dazu möchte ich das noch ein, zwei kleine Vorbemerkungen machen. Da geht es um generelle Fragen. Natürlich, das darf man nie vergessen, ist ein Mensch, der einen Suizidwunsch äußert oder empfindet in einer tragischen Situation. Und die ist singulär und kann in dem Sinn auch nie eine Bewertung erfahren. Eine Regel, die über Verbote nachdenkt, was erlaubt sein soll und was nicht, das kann sehr wohl einer Bewertung unterzogen werden. Das ist auch das, was ich jetzt tun möchte. Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie werden es merken, die Argumente, die ich jetzt hier anführen will und auch zur Diskussion stellen will, sind keine theologischen. Ich glaube nicht, dass es ein Kirchenthema ist, auch kein Glaubensthema, sondern diese These würde ich verteidigen, ist eine Frage der Vernunft, wie wir mit diesem Thema umgehen. Daher eine Frage, die uns alle beschäftigt, individuell, aber auch als Gesellschaft. Wie wollen wir eigentlich sterben? Wer will schon gerne sterben? Und wie sollen wir sterben? Das wird uns ja das Gesetz jetzt sagen, wie man sterben soll, wenn man sterben will. Dafür muss man wissen, je nachdem, wie eine Sache bewertet wird, so sehen dann auch die Gesetze aus. Also das, was man ethisch bedenkt, so macht man dann auch das Gesetz. Das gilt aber auch umgekehrt. So wie ein Gesetz gemacht wird, schafft es ein Bewusstsein in einer Gesellschaft. Zum Beispiel beim Klimaschutz. Wenn jetzt CO2 bepreist werden soll, dann wird das nicht nur teurer, sondern erzeugt eine Grundhaltung bei den Menschen, unabhängig davon, zumindest ist das die Absicht, unabhängig davon, ob dann das individuelle Verhalten tatsächlich teurer ist in einer Situation. Also Gesetze schaffen ein Bewusstsein. Wir haben es in der Individualethik genauso, die 3-Monats-Regel beim strafbaren Schwangerschaftsabbruch ist ja an sich juristisch ursprünglich, sage ich jetzt einmal,
nur ein Strafausschließungsgrund. Das hat eigentlich als verboten gegolten. Mittlerweile ist es, wird man es wohl als Rechtfertigungsgrund bezeichnen müssen, kann man diskutieren. Aber was es sicher nicht ist, aber in der Gesellschaft bei vielen angekommen, ein Recht darauf, sondern es ist bloß die Strafbarkeit ausgesetzt, juristisch. Aber im Bewusstsein hat sich etwas anderes durchgesetzt. Also je nachdem, wie das Gesetz ausschauen wird, wird das auch unser Verhältnis zum Tod und zum Sterben verändern. Das darf man nicht vergessen. Die ethischen Überlegungen, die ein solches Gesetz prägen, sind ja auch schon angesprochen worden, die Selbstbestimmung, die Autonomie, die Unterscheidung hat Frau Professor Walzer ja schon angeführt. Nicht jedes autonome Verhalten ist automatisch gut. Als Beispiel Drogenkonsum. Jeder hat natürlich die Autonomie, Drogen zu konsumieren, wie immer man auch an sie kommt, ob legal oder nicht legal. Aber gut wird es wohl niemand bezeichnen, auch wenn die Autonomie zu respektieren ist und der Konsum als solcher ist ja noch nicht strafbar. Oder auch wenn Menschen gewalttätig kommunizieren, dann ist es noch lange nicht strafbar, außer man droht jemanden direkt. Aber niemand würde sagen, dass das gut ist, selbst wenn es in der Autonomie, natürlich jeder in seiner Autonomie die Freiheit hat, gewalttätig zu kommunizieren. Aber wir würden nie sagen, dass es gut ist. Das Problem bei dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs ist es, dass er ausschließlich auf diese Autonomie abzielt und so tut, als sei die an sich schon gut und ausreichend als Begründung. Es ist keine hinreichende Begründung an sich, hätte man sich dort die Mühe gemacht, die entsprechende Literatur zu lesen. Das hat man verabsäumt, sondern hat die Autonomie schon als gut und als ausreichend angeführt. Das ist mehr als bedauerlich. Ein zweiter Begriff, wir reden vom Suizid. Hier muss man sich die Frage stellen, ja, ist denn eigentlich der Suizid eine Form, um aus dem Leben zu scheiden, wie jede andere? Also Krankheit oder ein Unfall oder Altersschwäche. Das ist es nicht. Ein Suizid ist etwas anderes. Ein Suizid ist eine Handlung, die dem Leben bewusst Gewalt antut. Noch einmal, ich möchte die Tragik in der individuellen Situation damit nicht wegwischen. Aber wenn man es von außen betrachtet, ist es jedenfalls etwas anderes. Es ist nicht sittlich neutral, würde ich sagen. Und unsere Gesetze haben das ja bisher auch klar gemacht, nicht nur durch die Strafbarkeit, sondern wie es auch angeführt worden ist. Ich darf jemanden auch hindern. In manchen Fällen bin ich sogar verpflichtet, jemanden am Suizid zu hindern. Also der Suizid ist nichts ethisch, nichts sittlich Neutrales und daher eigentlich zu vermeiden. Wenn jetzt der Verfassungsgerichtshof das so hinstellt, als ja, jeder hat sozusagen das Recht auf den Suizid, dann haben wir es so ähnlich, wie wir es eigentlich im Schwangerschaftsabbruch auch haben. Also einerseits ist die Autonomie zu respektieren, aber für gut muss ich es noch nicht halten. Und schließlich ein Begriff, der sehr zentral ist im Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs, das ist die Würde. Der Verfassungsgerichtshof geht nämlich davon aus, dass jeder das Recht hat, in Würde zu sterben. Aber was bedeutet denn das? Wann ist denn ein Suizid würdig? Gibt es dann einen unwürdigen Suizid? Also jemand, der zum Beispiel bei einem Suizidversuch überlebt, sagt man dem dann, na, du hast aber einen unwürdigen Suizid begangen. Kann man das überhaupt unterscheiden? Sind Handlungen, die letztlich zum Tod führen, nicht alle irgendwie schwierig, sage ich es einmal so? Kann man davon würdig sprechen? Für mich ein drastischer Vergleich ist bei der Todesstrafe. Da gibt es auch Formen, die für besser gehalten werden, die Giftspritze gegenüber dem elektrischen Stuhl. Das macht aber die Todesstrafe, glaube ich, in keinem Fall besser. Also der Hinweis, es geht um einen würdigen Suizid im Verfassungsgerichtshofserkenntnis, setzt voraus, dass es auch einen unwürdigen gibt, aber es wird mit keinem Wort, zumindest ich hätte es nicht gefunden, unterschieden oder begründet, wo denn eigentlich da der Unterschied liegt. Ich will jetzt gar keine Suizidhandlungen miteinander vergleichen, aber Sie können sich's ausmalen. Diese Begriffe prägen also, reflektiert oder wie ich
sagen würde, im Verfassungsgerichtshof Erkenntnis unreflektiert Entscheidungen, auch den Gesetzgebungsprozess. Eine zweite Vorüberlegung wird den Gesetzgebungsprozess beeinflussen. Wie sichern wir eigentlich unsere Freiheit? Das hängt vom eigenen Verhältnis zum Recht ab. Engt eigentlich ein strafrechtliches Verbot meine Freiheit ein oder wird meine Freiheit durch ein strafrechtliches Verbot geschützt? Das ist eine Frage der Perspektive. Beim Diebstahl, der Dieb, dessen Freiheit wird natürlich eingeschränkt dadurch, dass der Diebstahl verboten ist. Allerdings die Freiheit aller anderen wird durch das Verbot des Diebstahls geschützt, nämlich das Eigentum. Das heißt, wir müssen froh sein, dass es ein Strafgesetz gibt, weil es hoffentlich nicht der einzige Grund, aber jedenfalls auch ein Grund ist, Diebe daran zu hindern, einen Diebstahl zu begehen. Ähnlich ist es beim Suizid. Schränkt das Verbot der Assistenz meine Freiheit ein, so meint der Verfassungsgerichtshof, oder sichert dieses Verbot eigentlich die Freiheit? So würde ich es meinen, nämlich die Freiheit, nicht unter Druck zu geraten, im Fall, dass ich einen Suizidwunsch äußere und gleichzeitig, und das ist man in aller Regel, vulnerabel bin. Also Strafgesetze sind als Gesetz nicht automatisch einengend, das ist mein Plädoyer, sondern sichern Freiheit und wollen Freiheit sichern. Jetzt denken viele Menschen, ja, ich bin noch jung und gesund und ich werde, wenn ich einmal bettlägerig bin, genauso frei sein und kann dann, werde auch dann keinen Schutz brauchen. Wenn das so wäre, dann müsste man eigentlich auch das Verleiten nicht unter Strafe setzen, auch das Anstiften. Denn man könnte ja auch sagen, wenn mich jemand verleiten will zum Suizid, ich muss ihn ja noch lange nicht begehen. Offensichtlich hat man da doch noch ein Gespür, dass man nicht ganz so frei entscheiden kann in so einer Situation. Dass es doch besser ist, dass das Verleiten unter Strafe bleibt. Und das glaube ich auch. Ich meine nur, dass es auf die sonstige Hilfe genauso zutrifft, was leider der Verfassungsgerichtshof nicht so getan hat. Daher, Sie werden sich nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass man sich mit diesem Erkenntnis nicht abfinden kann, aber es respektieren muss, so bedauerlich es ist. Es gibt noch andere Vorentscheidungen, die getroffen werden, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Es ist schon die Sprache, die wir verwenden. Sterbehilfe oder wir auch heute, ist gar keine Kritik, heute wird hier von der Beihilfe zum Suizid gesprochen. Hilfe, das klingt immer sympathisch, ne? Jemandem helfen, das hat eine gute Verbindung. Wir verwenden daher, es ist auch gemacht worden, einen anderen Begriff, nämlich Assistenz. Leider flüchtet man sich halt öfters in so lateinische Begriffe, auch beim Suizid tun wir das. Aber im Grunde erinnert uns dieser schwierige und immer sperrige Begriff daran, dass es eben schwierig ist, darüber zu sprechen und dass mit dem Begriff schon eine Wertung mitgeliefert wird. Also ob das wirklich Hilfe ist, würde ich ja bezweifeln. Ein anderes Wort, auch heute schon öfters verwendet, alles keine Kritik, bin froh, dass es verwendet worden ist, ist das Wort restriktiv. Wer mag eigentlich restriktive Regelungen? Das ist schon von Haus aus unsympathisch. Besser ist der Begriff vorsichtig, meint das Gleiche, aber hat etwas Sympathischeres, das man verwendet. Also es geht darum, dass wir vorsichtige Regeln, möglichst vorsichtige, bekommen. Nicht restriktiv, es geht nicht um Enge, sondern eigentlich um Weite. Und ein letztes, das ist mir jetzt gleich aufgefallen, deswegen bringe ich es gleich. Es wurde schon vom Medikament gesprochen. Medikament ist eigentlich etwas, das mir hilft beim Gesundwerden. Man könnte es auch Gift nennen. Es ist etwas, das meinem Leben schadet, es auch schaden soll. Medikament würde ich es nicht nennen. Man könnte es vielleicht ganz neutral, nicht so polemisch wie ich, könnte es auch Präparat nennen, dann ist es natürlich ganz, ganz neutral. Aber es bleibt, was es ist, Gift. Gut, was muss ein neues Gesetz regeln? Jedenfalls zwei Bereiche, die werden immer angesprochen. Das eine ist die Frage der Suizidprävention. Geht es um den Ausbau der Palliativversorgungen, Hospizeinrichtungen,
geht es viel um Geld und menschliche Ressourcen. Und das andere ist die Frage, die Voraussetzungen, um legal einen assistierten Suizid begehen zu können. Wobei es bei legal nicht um den Suizidanten geht. Der ist ja immer straffrei gewesen. Sondern um die Person, die die Assistenz begeht. Also unter welchen Voraussetzungen jemand nicht strafbar ist, der jemanden dabei bestärkt oder dabei hilft, einen Suizid zu begehen. Hier gibt es verschiedene Personen, Einrichtungen, die involviert sind. Und das möchte ich Ihnen ganz kurz ein paar Schlagworte zu jedem sagen, worauf es da wohl ankommen wird bei einer neuen Regelung. Vorweg vielleicht, wurde wenig diskutiert, ich möchte es aber nicht unerwähnt lassen. Es wäre auch möglich gewesen, oder es ist immer noch möglich, mit Hilfe einer Verfassungsmehrheit im Parlament, das, was bisher verboten war, zum Schutz von Menschen auch verboten sein zu lassen, indem man es als Verfassungsgesetz beschließt, dann ist das vom Verfassungsgerichtshof, unterliegt es nicht mehr seiner Überprüfung. Das wäre nicht das erste Mal, dass das in unserer Republik passiert. Bei Taxilizenzen hat man das schon einmal gemacht. Da frage ich mich, warum sollte das beim Leben nicht genauso möglich sein? Aber es ist politisch nicht durchführbar. Es findet sich im Parlament, soweit man das hört, keine Zweidrittelmehrheit, keine Verfassungsmehrheit. Also praktisch wird das nicht gemacht. Das ist so ein Erkenntnis in dem Sinn, so ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs ist nichts, wo man sagen muss, da gibt es überhaupt nichts, was man machen könnte. Also man könnte, rechtlich zumindest. Auch gut wäre, das, was jetzt unsere Freiheit schützt durch das Strafrecht, also das Verbot der Tötung auf Verlangen oder auch das Verleiten zum Suizid, das jetzt mit einer Zweidrittelmehrheit, mit einer Verfassungsmehrheit abzusichern, damit wenigstens das nicht mehr aufgehoben werden kann. Das wäre eine Möglichkeit. Ob das angedacht ist, weiß ich nicht. Aber auch dafür bräuchte es halt zwei Drittel der Abgeordneten und den Willen dazu. Wenn ein neues Gesetz gemacht wird, ist darauf zu achten, wegen der Rückwirkung so eines Gesetzes, ist auch darauf zu achten, dass die Mitwirkung am Selbstmord, wie der Paragraph ja im Strafgesetzbuch heißt, weiterhin grundsätzlich strafbar bleibt, damit nicht der Eindruck entsteht, das ist eigentlich in Ordnung. Also grundsätzlich strafbar und dann muss es durch das Verfassungsgerichtshofserkenntnis ein paar Ausnahmen geben oder Ausnahmen unter bestimmten Voraussetzungen. Auch wünschenswert wäre, ich sage Ihnen das gleich, falls Sie Gelegenheit haben, das auch zu verbreiten, dass es auch einmal eine eigene Statistik dafür gibt. Das ist gar nicht unwichtig, damit man im Nachhinein auch weiß, wie viele Menschen sind auf diese Art und Weise ums Leben gekommen. Damit das nicht so bei einem natürlichen, sondern unter dem natürlichen Tod womöglich eingereiht wird und man es dann nicht weiß. Also eine eigene Statistik für assistierten Suizid wäre wünschenswert. So, jetzt bin ich bei den Personen. Was die Patienten betrifft, ist es klar, ist schon öfters gesagt worden, es muss nach Möglichkeit die Willensfreiheit möglichst gesichert sein. Zu mehr kann ich mich nicht hinreißen. Also es kann nur ein möglichst sein. Dazu zählt, dass man gut beraten wird, medizinisch über Alternativen, auch vielleicht durch eine psychologische Betreuung, dass es keine Kommission macht, die dann vielleicht über Mehrheiten oder so abstimmt, so Beratung, sondern dass das Einzelgutachten sind, damit es keinen Abtausch geben kann. Und dann müsste diese Willensfreiheit überprüft werden, von anderen natürlich, ob das auch wirklich geschehen ist, ob die Person, die da beraten worden ist und Suizid begehen will, auch genau weiß, was sie tut und welche Alternativen es gäbe. Ein Problem, auf das man eine Antwort finden muss, ist, in welcher Situation bin ich eigentlich besonders frei? Ist das gerade die letzte Phase, kurz bevor ich sterbe?
Das wird ja gefordert, dass das auch, damit es nicht zu viele werden, logischerweise, oder gerade nicht in der terminalen Phase. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Wie gelingt es bei Menschen, zu verhindern, dass dieser Suizid zu einem inneren Sollen wird? Alle erwarten das, auch wenn es nicht ausgesprochen ist. Ich merke, ich liege da im Bett und dann kommen alle Hetzen her, versuchen mich irgendwie noch zu besuchen. Ich merke, wie ich meiner Familie zu Last falle, auch wenn das niemand ausspricht und auch vielleicht auch niemand meint. Es könnte sein, dass ich mir selber denke, ich würde allen nicht mehr zur Last fallen. Auch die eine Statistik, die gibt es meines Wissens, wie hoch die Suizidrate bei alten Menschen ist. Das kommt nicht von ungefähr. Ein zweites, die Assistierenden. Da wird man wohl darauf achten müssen, dass wir nicht Vereine haben wie in anderen Ländern, die die Förderung des assistierten Suizid zum Inhalt haben. Also die soll es nicht geben. So ist zu hoffen, dass ich nicht werben darf dafür, dass die Assistenz unentgeltlich bleibt, also kein Geschäft. Und dass die Idee stammt nicht von mir, finde ich sehr gescheit, dass diejenigen, die eine Assistenz machen, von der Erbberechtigung ausgeschlossen werden, damit da keine Verbindungen entstehen. Was die Ärzte betrifft, auch hier ist wichtig, dass eine Assistenz zum Suizid keine ärztliche Handlung ist. Also nämlich aus Schutz für die Ärzte und auch für die Patienten. Ich möchte nicht mich fragen, wenn der Arzt zu mir kommt, was wird der mir jetzt raten? ist eben, welches Medikament will er mir jetzt geben? Eins, das mich weiterleben lässt oder eins, das mich dann umbringt? Also, dass die Ärzte nicht in eine ambivalente Rolle kommen und die anderen Gesundheitsberufe, darauf wird zu achten sein. Daher darf es keine ärztliche Tätigkeit sein. Und schließlich die Pflegeinstitutionen. Auch für die Institutionen, die keinen Suizid anbieten wollen, assistierten Suizid anbieten wollen oder ihn auch nicht ermöglichen wollen, sagen, bei uns gibt es das nicht, die also einen Schutzraum bieten wollen, die dürfen nicht benachteiligt werden. Auch das wäre wichtig in seiner Regel, auch nicht durch Förderungen oder so. Das darf auch nicht indirekt ein Nachteil werden. Ich bin schon fast am Ende, vielleicht weil es interessant ist, viele werden es aber auch wissen. Wie geht das jetzt weiter? Wir warten seit Wochen auf den Begutachtungsentwurf des Justizministeriums. Also der erste Entwurf kommt vom Justizministerium, das ist zuständig und das wird veröffentlicht und dann können alle, die das wollen, eine Stellungnahme dazu abgeben. Mit Verbesserungsvorschlägen. Die normale Begutachtungsfrist, die übliche dafür, ist 6 Wochen. Wenn Sie es verfolgen werden, Sie merken, es sind nicht 6 Wochen, dann können Sie sich Ihren Teil schon denken, was das heißt, dass da offensichtlich irgendwas, ja, jedenfalls nicht so breit diskutiert wird, wie das mit anderen Gesetzen üblich ist. Wo wird das veröffentlicht? Das wird auf der Parlaments-Website wird das veröffentlicht, ja. Normalerweise bei diesem Thema wird das sicher auch durch die Medien gehen. Ja. Dann, wenn dieser Entwurf einmal veröffentlicht ist und die Stellungnahmen eingegangen sind, dann kann das Ministerium, ist da frei, gibt es keinen Anspruch, Anregungen einarbeiten und dann muss der Ministerrat eine Regierungsvorlage machen, einstimmig. Und wenn diese Regierungsvorlage, eben wenn der Ministerrat das beschließt, einstimmig, dann wird das dem Parlament zugeleitet, einem Ausschuss zugewiesen, dann wird das dort nochmal diskutiert. Und dann kommt es ins Nationalratsplenum und dort findet dann im Grunde der entscheidende Beschluss statt. Danach gibt es noch ein paar, der Bundesrat möge es mir verzeihen, formale Dinge. Also der Bundesrat hat noch die Möglichkeit, es zu beeinspruchen. Aber ohne längerfristige Wirkung, möglicherweise, also wenn er es beeinsprucht, dann wird sich der 1. Jänner nicht ausgehen. Und dann muss es noch unterschrieben werden und veröffentlicht werden.
Das Wichtige daran ist, wir brauchen, meine ich, ein Gesetz, weil gibt es dieses Gesetz am 1. Jänner 2022 nicht, dann ist die Assistenz zum Suizid komplett straffrei, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Und das lässt Menschen schutzlos. Und das wird hoffentlich rechtzeitig verhindert werden. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus